Flächenfarben können mehrfach übereinander mit Mustern kombiniert werden. Sie können Flächen auch einfach umfärben. Sehen Sie selbst. Wenn Sie für eine Karte mit verschiedenen Ankerflächen zum Beispiel diese einfärben möchten und das Einzige, was Sie haben, eine Zeichnung aus lauter einzelnen Linien ist, dann bietet sich hier dieses Werkzeug Interaktiv Malen von Illustrator an. Sie können Ihre Grafik aktivieren, wählen das Werkzeug aus und klicken damit einmal auf diese Grafik und jetzt erkennt Illustrator automatisch die verschiedenen Flächen und ich kann hier zum Beispiel welche einfach einfärben. Und jetzt kann es natürlich vorkommen, dass Sie Überlagerungen haben. Überlagerungen, die dann zum Beispiel mit Mustern gelöst werden sollen, mit verschiedenen Streifen. Oder dass Flächen zusammengefasst werden sollen, die ursprünglich als einzelne mit einer Trennlinie vorhanden waren. Um das Ganze jetzt umzuwandeln, können Sie hier einfach auf diesen Button Umwandeln klicken. Und wenn wir uns jetzt einmal unter Ebenen anschauen, was jetzt daraus geworden ist, dann sieht man hier eine Gruppe. Und diese Gruppe, das sind jetzt meine Farbflächen. Jetzt kann ich hier meine einzelnen Farbflächen sehen und kann die zum Beispiel auch über Aussehen mit einer zusätzlichen Farbfläche hier versehen. Kann also eine weitere Fläche drüber legen. Und diese weitere Fläche könnte zum Beispiel hier ein entsprechendes Linienmuster sein. Und diese Linienmuster finden Sie zum Beispiel hier direkt unter Muster, einfache Grafiken, Linien. Da können Sie sich was aussuchen, zum Beispiel so etwas mit 50% Flächendeckung. Und jetzt könnte ich dieses Muster natürlich noch entsprechend einfärben, über Bildmaterial neu färben. Also sagen, dieses Schwarz soll gar kein Schwarz sein, sondern ich hätte gerne ein Rot. Was jetzt deswegen funktioniert, weil ich hier einmal aktiviert habe bzw. deaktiviert habe, dass Schwarz beibehalten werden soll. Und auf die Art kann ich meine Flächen mit den Linien noch versehen. Möchten Sie Flächen miteinander verschmelzen, können Sie das natürlich auch tun. Dann schauen wir uns das hier einmal an in diesem unteren Bereich. Hier gibt es jetzt mehrere Flächen, die man aktivieren kann. Muss ich einmal kurz die finden, das ist die. Und das wird die da drüber sein. Genau diese beiden Flächen, die grenzen eigentlich aneinander und die sollen jetzt zu einer einzelnen Fläche verbunden werden. Schauen wir uns das mal an. Die Kontur, die da drüber liegt, die ist eigentlich gar nicht störend. Und wenn ich jetzt einfach den Pathfinder aufrufe und hier sage, das Ganze soll eine Form werden, dann sehen Sie, dass die mittlere Linie einfach ersatzlos gestrichen wird. Und auf die Art können Sie natürlich auch wunderbar in Illustrator die Flächen, die Sie für Grafiken, für kartografische Sachen brauchen, erzeugen und natürlich später dann noch weiter bearbeiten. Das Nachzeichnen mühselig dieser Linien ist also, wie man sieht, überhaupt nicht nötig.